Hallöchen, heute ist Mittwochabend. Ich glaube, es ist nicht zu hören, aber ich höre es, der dicke Willi schlägt. Es ist 19 Uhr. Oh Gott. Ich bin zu Hause, ich habe nasse Haare, das heißt, ich habe gerade geduscht. Manchmal muss ich das nach der Arbeit tun. Das, ja, erfordert der ein oder andere Hausbesuch. Für mich zumindest, für mein Wohlbefinden. Deshalb müsst ihr mich jetzt mit diesem Chaos an Haaren ertragen. Ich hoffe, das ist aushaltbar. Ich werde vielleicht auch gleich wieder ohne Gesicht filmen. Warum ist es Mittwoch und nicht Dienstag und ich fange diesen Dienstagsvlog an am Mittwoch an? Zum einen hat es Tradition in der Hinsicht, dass ich es in unregelmäßigen Abständen eben tue, mittwochs anfangen. Zum anderen ist gestern etwas tatsächlich Schreckliches passiert. Für mich war schon das Wochenende, das Vergangene aufwühlend. Ich war auf einem Sportevent und es sind aber auch noch ganz viele Dinge passiert, die nicht zu sehen sind im letzten Vlog. Gestern ist etwas passiert, das gehört total zum Leben dazu und es gehört auch zum Therapeutendasein dazu, aber ich bin ein emotionaler Mensch. Das wisst ihr vielleicht, weil ihr schon gesehen habt, dass ich bei Büchern heule oder davon erzähle, dass ich das getan habe. Also ja, ich bin ein emotionaler, ein empathischer Mensch und dementsprechend ging es mir gestern wahnsinnig schlecht, als ich erfahren habe, dass ein Patient von mir gestorben ist. Nicht wegen mir und meiner Behandlung, nicht an einer Folge davon, sondern einfach an einer Erkrankung, die leider immer wieder für schwere Schicksalsschläge verantwortlich ist. Und deshalb möchte ich einfach auch das teilen. Ich habe mir sehr überlegt, ob ich gestern anfange, noch ein Video zu machen. Ich hätte aber versucht, auf Krampf lustig zu machen und konnte das überhaupt nicht. Ich habe gestern einfach meine Zeit gebraucht, brauchte Ruhe für mich und ja, nicht einfach einigeln und tatsächlich zurückziehen, weil für mich sind alle meine Patienten besondere Menschen und manchmal noch besonderer. Und das ist umso tragischer, weil ich natürlich gerne noch mehr Zeit, mehr Therapie mit dem Menschen verbracht hätte. Und ich so sehr daran glaube und hoffe, dass ich ihm zumindest ein wenig Freude bereiten konnte mit der Zeit, die ich ihm geschenkt habe, die er aber auch mir geschenkt hat, weil er ja, ja die Zeit, die er eben hatte, auch mit mir geteilt hat. Und da bin ich total froh und dankbar und deshalb, genau, möchte ich das hier an dieser Stelle, wie gesagt, eben auch mal teilen. Es ist, diese Geschichte ist es wert, in Ansätzen erzählt zu werden, damit verständlich wird, wie ich damit umgehe. So, und jetzt seht ihr mich neben einem großen Berg oder einem mittelgroßen Berg Päckchen, Pakete, weil es sind ein paar Sachen bei mir angekommen und ich möchte damit nicht ablenken von diesem ernsten Thema, sondern einfach nur sagen, das ist furchtbar und ich habe mir gestern die Zeit dafür genommen und hätte niemals gestern ein Video drehen können, bearbeiten oder Pakete auspacken. Und heute kann ich das und das ist in Ordnung, weil es sind Sachen drin, auf die freue ich mich und ein paar Dinge will ich einfach teilen, so ist es nun mal und mich wird es noch einige Tage, vielleicht auch Wochen, vielleicht auch Monate begleiten, dass ich eben gestern das erfahren habe und dass eben ja einer dieser sehr besonderen Menschen, die es mir erlauben, Teil ihres Lebens zu sein, zu werden, dass, ja, er gegangen ist. Langfristig eine Erlösung, tatsächlich trotzdem etwas überraschend. Ja, so, wie gesagt, ich habe ein paar Dinge besorgt bzw. bestellt. Wäre noch nicht wieder eine Zeit gewesen, aber manche Dinge wollte ich auf Vorrat haben. Das ist der eine Punkt. Eine Sache brauche ich fürs Wochenende, für das Familienessen und das letzte Paket, das größte, auf das freue ich mich sehr, das habe ich schon vor einer Weile bestellt. Und ihr werdet dann verstehen, was ich meine, wenn ich es auspacke. So, los geht's. Gar nicht so groß, wie ich dachte, aber gut, trotzdem 500 Gramm. Ich hoffe, es hilft mir weiter. Und zwar ist es Glutinous Rice Flour oder so ähnlich. Also Klebreismehl, um es mal zu sagen.
In dem Fall heißt es quasi nicht, dass es Gluten enthält, sondern dass es klebt. Weil Gluten ist ja ein Klebeeiweiß. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Naja, das klebt auch da drin schon sehr kurios. Also ich kann diese Tüte gar nicht hier richtig hinstellen, aber egal. Ich möchte daraus das machen, was man da vorne drauf sieht. Oder ich würde behaupten, das sieht so aus. Und zwar so japanische Eis, Reis, Teig, Eiskugeln. Also diese Mochi oder wie auch immer man es ausspricht, Kugeln. Mochi geschrieben. Und dafür braucht man das. Und das findet man nicht so im Handel, deswegen muss ich es bestellen. Und ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Ich habe ein Rezept gefunden, mit dem es funktionieren müsste. Wir werden sehen, wie das läuft. Am Samstag oder Sonntag, je nachdem. Ich werde das versuchen festzuhalten, einfach weil es auch mich interessiert, wie es läuft. Und ich möchte einen Rückblick haben, damit ich mich am Ende vielleicht totlachen kann, was ich falsch gemacht habe. Deswegen, also wer vielleicht mit mir auf diese Reise gehen möchte, seid gespannt, wie das wird mit diesem Eis. Eine asiatisch-japanische Variante. Die ich einfach nur, ich finde es ein bisschen besonders, deswegen kann man es mal machen. Aber ich finde es jetzt nicht notwendig eigentlich. Weder ernährungstechnisch noch geschmackstechnisch, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Und ich glaube, damit rechnen die nicht. Und deswegen will ich das recht machen. Ich will Sachen machen, mit denen alle nicht rechnen, dass es die gibt. Und ja, ich will quasi meine Familie sehr überraschen. Ich hoffe, das gelingt mir. Geilo. Ja, super. So ein Riesending. Und das ist drin. Ich könnte ausflippen. Vor allem, weil ich glaube zu wissen, was hier drin ist. Und ich brauche gleich eine Schere. Ich wollte nicht aufstehen. Menno. Genau. Also hier war drin. Muss erst mal gucken. Festes Shampoo für normales Haar mit Kokosnussöl. Und es riecht unfassbar nach Kokosnuss. Also dieses ganze Ding. Dieses ganze große. Es ist echt, ich habe es aufgemacht und wusste oder konnte erahnen, welche Seife drin ist. Und zwar von Foamy oder so ähnlich. Das ist mit so einem Band, erkennt man das jetzt? Das ist mit so einem Band, dass man es auch aufhängen kann, dass dieses Stück quasi nicht immer im Wasser liegt oder also sich auflöst, dadurch, dass es nass ist die ganze Zeit, sondern trocknen kann. Es ist irgendwie eigentlich auch keine Seife. Keine Ahnung. Es ist festes Shampoo. Fertig, aus. Ich freue mich drauf, vegan und so weiter und so fort. Genau, davon kommen gleich noch ein paar mehr, also nicht wundern. Überraschung, in diesem großen Karton kommen noch mehr solche Sachen. Und zwar hätten wir dann noch eine feste Gesichtsreinigung. Da bin ich sehr gespannt darauf. Gleiche Marke. Genau, feste Gesichtsreinigung riecht nach Rose. Ich bin gespannt, ob mir das zu heftig ist. Aber irgendwie freue ich mich drauf, die Sachen auszuprobieren. Ich bin da etwas zurückhaltend, muss ich gestehen, bei Gesichtsreinigung. Ich weiß, es ist sinnvoll und wichtig und notwendig. Mal gucken. Es ist übrigens auch alles plastikfrei, ne? Nur in Pappe verpackt. Ich guck's mir mal an, ne? Oh ja, puh, sehr nach Rose. Ja. Ich bin gespannt, wie mir das gefällt und taugt. Wer möchte, kann mich natürlich mit Fragen dazu in den Kommentaren löchern. Ich weiß noch nicht, ob ich das beantworten kann. So, das hängt zusammen. Ich glaube, das soll nicht. Soll das? Ach doch, es sollte. Gratis, Mini, genau. Da war was. Auch wenn es hier oben offen ist. Das große ist eine festes Gesichtspeeling. Und das kleine ist eine feste Duschpflege. Papaya Haaremilch. Und das andere, Jojoba, Aprikose. Das gibt es irgendwie gerade im Moment gratis zusammen. Keine Ahnung. Ich habe es einfach mal genommen. Ich bin ein bisschen eskaliert, um ehrlich zu sein. Also erkennt man vielleicht auch. Das sieht wieder ein bisschen anders aus, die Verpackung. Aber okay. Feste Duschpflege, Kirschblüte und Reismilch. Immer noch die gleiche Marke. Das ist wieder die alte Verpackung. Feste Gesichtsreinigung. Ich habe so viele gekauft. Ich habe ein sehr dreckiges Gesicht. Anscheinend.
Dreimal Gesichtsreinigung. Okay. Mit Aloe Vera. Oh. Ja, ist klar, ne? Also ich und Aloe Vera. So, und die ganzen Packungen, habe ich gemerkt, sind alle irgendwie aufgegangen. Auch super. Gut, dass das was zum Saubermachen ist. Oder ist es zu dick? Kann auch sein, dass es zu dick ist. Naja. Ah, genau. Das war eigentlich der Grund der Bestellung, nur um zum Schluss darauf zu kommen. Und zwar ist es festes Silbershampoo für blondes und blondiertes Haar. So. Jetzt denkt ihr euch, ist die bescheuert? Die hat doch kein blondes Haar und auch kein blondiertes. Ja, das stimmt. Aber im Sommer kriege ich so ein paar hellere Strähnchen. Und ich habe mir überlegt, ob ich das nicht doch ein paar Mal ausprobiere und meine Haare dadurch ein bisschen aufhellen kann. Wenn nicht, ist es einfach nur Shampoo. Dachte ich mir. Und es hat lila mit Traubenkernöl. Pflegt und reduziert Gelbstich. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert und ob es sinnvoll ist. Ich werde es mir einfach mal anschauen. Und dachte mir, wenn Silbershampoo, dann was von einem, wie soll ich sagen, nachhaltigen, veganen Label, das irgendwie, also eine Marke, die sich darauf versteift, dass alles so gut wie nur möglich für den Planeten und für die Tiere läuft, anstatt irgend so ein, ganz ehrlich, in irgendeiner Tube. Ja, wie gesagt, vielleicht bringt es nichts und es war einfach ein teures Shampoo. Und wenn es was bringt, mal gucken, vielleicht gefällt es mir. In der Kiste ist noch eine Kiste. Da steht schon Good Vibes Inside drauf. Ich mache es auf jeden Fall mal auf. Ich glaube nicht, dass ich es aufmachen müsste. Kenne auch Kritik dazu. Ja. Und zwar. Ah, die sehen jetzt aber anders aus, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall sind das Zahnputztabs. So, diese Zahnputztabs, keine Werbung, alles selbst bezahlt, habe ich mir auch bestellt. Und zwar aber in dem Vorratspack. Also diese Packung und das noch zweimal ist hier drin. Und eben die hier gefüllt. Das Prinzip ist, in einer Tube ist das Ganze in cremig, in flüssig. Das heißt, es enthält wahnsinnig viel Wasser. Und das Wasser, ganz ehrlich, ist deutlich günstiger, wenn ich es nicht in dieser Tube als Creme kaufe, sondern eben aus dem Wasserhahn nutze. Heißt, das ist sozusagen komprimierte Zahnputzcreme. So rum. Verwende es wahnsinnig gerne. Vegan, ohne Palmöl, ohne Natrium, Laurylsulfat oder so, ohne Triclosan und ohne Mikroplastik. Das ist nämlich auch so ein Thema. Mikroplastik und zum Teil, ich weiß gar nicht mehr. Also vegan sind definitiv nicht alle Zahnpasten, Zahncremes. Das heißt, das war für mich wichtig und halt, wie gesagt, eben da auch wieder das Thema mit, die tun noch was für Menschen in Not. Für einen Menschen in Not gibt es 3 Tage Wasser für eine so eine Dose. Ganz ehrlich, wenn ich so viele gute Dinge tun kann für den Planeten, für mich, dann tue ich das doch. Also, ich weiß nicht, wenn es für mich keine große Umgewöhnung ist, ob ich jetzt so ein Ding in den Mund nehme, vorher halt ein bisschen Wasser vielleicht noch dazu und es zerkaue, einen kurzen Moment, ist ein bisschen eine Umgewöhnung, aber echt nicht schlimm, und dann normal putze wie immer, es mir von den Zähnen her gut geht, wie sonst auch. Warum nicht? Also, ich bin da der Meinung, man kann sich so ein bisschen hinterfragen mit der Zeit und gucken, wo kann ich was besser machen. Und das ist einer der Punkte, wie auch Fesselshampoo, Fessel-Gesichtspflege, Gesichtsreinigung, Fessel-Duschpflege. Das alles in Fest, weil wir da einfach Wasser sparen, Plastik in den meisten Fällen sparen, weil die Leute drauf gucken. Ja, das hier ist eine Plastikbox, allerdings zumindest kein Plastikdeckel. Und diese Tüten hier sind zumindest anscheinend aus Papier. Ich weiß nicht, ob sie innen beschichtet sind. Das kann natürlich sein. Trotzdem, in Summe ist es weniger Plastik als aus einer Tube. Weil allein dieses Gefäß wären 2 Tuben und es wäre deutlich mehr Plastik als das hier. Deswegen kann man sich jetzt natürlich darüber streiten, ob das so sinnvoll ist. Ich finde es gut. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das seht. Ich merke bereits, dass ich jetzt schon so wahnsinnig viel gequatscht habe. Auf jeden Fall gibt es jetzt noch ein Teil, das könnte ich auch als eigenes Video drehen, möchte ich aber gar nicht, weil ich habe da gerade nicht die Ruhe und die Zeit dazu. Also vor allem die Zeit mit alles aufbauen, mit Licht etc. pp. Und ich möchte jetzt einfach reingucken. Deswegen hier mit euch. Also nehmt es als ein gratis Unpacking innerhalb
aus Geretsried innerhalb dieses Formats, dieses Blogs. Genau, also ihr könnt euch vielleicht denken, es geht um Bücher. Ich habe ein Paket von der Bücherbüchse bekommen und ich bin überglücklich, weil ich habe noch nie ein Paket von der Bücherbüchse bekommen und ich bin so gespannt, wie es aussieht. Und ja, wer auch noch auf Instagram vorbeischaut, der wird vielleicht dann auch schon vorab ein Foto sehen von dem, was drin ist. Aber ich bin jetzt einfach so gespannt und mache das Ganze jetzt auf. Da strahlt mich schon was an. Wie schön ist das denn bitte? Ich finde gerade gar keine Worte dafür. Ich stelle mal eben den Karton zur Seite. Wie schön ist das denn bitte? Und was ist da drin? Das hier ist eine Tasche zum Schutz für das Buch, das man so mitnimmt. Und ich muss gestehen, ja, ich könnte jetzt sagen, ist es nicht eigentlich unnötig? Zum einen ja, zum anderen, ich habe es auch gern, wenn meine Bücher ganz gut irgendwo ankommen, geschützt sind. Und ich muss einfach auch sagen, ich fand die ganzen Motive zu schön, um nicht doch mindestens eins zu nehmen. Was heißt mindestens? Ich habe nur eins genommen. Meines Wissens habe ich nur eins genommen, das ist schon eine Weile her. Aber jetzt ist da auch noch was drin. Ich bin super gespannt, was es ist. Ja, ist definitiv groß genug, dass man, weil es ja eben flach genäht ist, ne, auch ein dickeres Buch reinpacken kann. Ich zeige einmal eine Werbung an dieser Stelle. Ich zeige einmal, das hier ist ein bisschen dicker, aber die ganze Großformatik von Beth O'Leary geht also super gut rein. Man kann es sogar noch umklappen und hat es richtig geschützt da drin. Ich mag das gerne. Ich habe auch schon so kleinere Taschen, also tatsächlich mit Henkel. Nicht viele, aber ein paar, weil ich da drin eben auch manchmal schon Bücher transportiert habe. Dieses hier finde ich aber wirklich groß genug, um auch größere Bücher und dickere Bücher reinzupacken, damit denen nichts passiert. Ich habe nämlich eigentlich ja vor, wieder öfter nach München zu fahren, Klavierunterricht. Und ja, für so eine Zugfahrt das Buch, um das in den Rucksack zu packen, ist einfach sicherer, wenn es zum Beispiel da drin ist. Jetzt gucke ich aber mal, was das hier für ein Buch ist. Oh, wie schön ist das denn? Oh, wie schön! Oh, habe ich das mitbestellt? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Oh Gott. Ich muss tatsächlich vielleicht nochmal meine Bestellung anschauen. Wie schön ist das denn bitte? Oder war es einfach bei dieser Tasche dabei? Oh Mann, wie schön ist das? Cool. Und es ist natürlich so golden und glänzt so richtig. Wie heißt es? Nicht prägniert, sondern... Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ich wusste schon mal. Und innen drin ist es halt auch so schön. Mit diesen ganzen Büchern und Herzen und der Buchschnitt. Wahnsinn. Wahnsinn. Was für ein schönes Notizbuch. Wunderschön. Ich liebe es. Also, es geht hier direkt über, ne? Ich liebe es einfach. Und hier hinten steht natürlich nochmal Bücherbüchse drin. Cool. Wie gesagt, ich kann mich gerade nicht erinnern, ich hätte es bestellt. Deswegen, wie cool ist es denn bitte? Es war nochmal so ein bisschen eingeschlagen, damit nichts passiert. Ist ja auch ein weißes Notizbuch. Wie cool. Wie cool, wie cool, wie cool. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt haben wir hier noch so Verpackungskram. Hier steht jetzt Februar drauf, so in ganz kleinen. Und es müsste die Liebesbüchse vom Februar sein. Ich bin gespannt. So viel zum Auspacken heute. Das ist fast wie Weihnachten. Okay. Okay, okay, okay. Bin gespannt. Und zwar von Alexandra Flint, Kein Horizont zu weit, Löwe Intens. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von dem Buch. Ich zeige es euch jetzt mal gerade eben. Und der Buchschnitt. Leute, der Buchschnitt. Wenn ich das bei anderen Leuten sehe und die rasten so aus wie ich gerade, dann denke ich mir immer, ja, ist in Ordnung, ne? Komm mal wieder runter, ist nur ein Buch, ist nur ein Buchschnitt, ist nur Farbe, ne? Ist nur Farbe. Ich lieb's einfach. Ich lieb's einfach. Ah, was steht hinten drauf? Sie ist sein Leuchten, er ihr Horizont. Wenn ihr das Buch kennt, schreibt mir sehr gerne was dazu. Natürlich spoilerfrei. 5 Jahre sind vergangen, seit Leni Raphael zum letzten Mal gesehen hat. 5 Jahre, seit er bei einem Brand Vater und Bruder verlor. Doch jetzt ist Raphael
zurück auf Sylt, um den Wiederaufbau des Familienhotels zu überwachen. Und ausgerechnet die Werft, in der Leni ihre Ausbildung zur Schiffsbauerin macht, ist an dem Projekt beteiligt. Allerdings wird schnell klar, dass Raffe weder mit Leni noch der Insel etwas zu tun haben will. Warum also ist da noch immer dieses vertraute Kribbeln? Was für eine mitreißende und emotionale Second-Chance-Romance. Die Liebe von Leni und Raphael ist so stürmisch wie der Ozean und so sanft wie das Meeresrauschen. Ich hatte Herzklopfen auf jeder Seite, steht hier, von Lilly Lucas. Und ist schon... Das ist signiert. Das steht alles Liebe. Ach, wie schön. Ich wusste nicht, wie schön die Biermüchse Sachen macht. Ich drehe durch. Ich drehe echt durch. Ah, hier innen natürlich auch noch schön gestaltet, die Klappe. Alexandra Flint. Die war viel auf Sylt, deswegen spielt sie vermutlich. Die lebt in München selber. Elektro- und Informationstechnik studiert. Krass. Manchmal spannend, was die Menschen so tun. Und da gibt es dann natürlich auch noch Band 2 und 3. Kein Sturm zu nah und kein Ozean zu tief. Die erscheinen aber beide erst noch. The Details of Sylt von Alexandra Flint. Ich habe noch nie was von ihr gehört, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ihr erstes Buch ist. Es ist auf jeden Fall ein Bestseller, so wie sie draufsteht. Und ich bin völlig geflasht von der Aufmachung. Wirklich. Es tut mir leid, dass ich so durchdrehe. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Was noch mit dabei war, um das mal jetzt nicht hier ganz zu vergessen. Die gehören zusammen, oder? Ja. Das sind wie so zwei Postkarten in groß. Drei, wer zählen kann. Und das gehört dahin, oder? Ja. Jetzt versuchen wir das mal gemeinsam hochzuhalten. So. Ja. So ungefähr. Und er gibt ein Bild. Auch cool. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht genau, was ich damit anstelle, aber irgendwie finde ich es cool. Bin begeistert. Ich bin begeistert. Und das Krasse ist ja eigentlich, da ist jetzt nicht nur eine Liebesbüchse drin, sondern noch eine zweite. Und ich glaube zu wissen, was es ist. Und ich freue mich so unfassbar. Ich weiß gar nicht, ich kann dieses Kribbeln einerseits fast nicht aushalten und andererseits möchte ich nicht, dass es vorbeigeht, weil ich es dann weiß und habe. Und ich packe das jetzt auch aus. Liebesbüchse. Und da hinten steht März drauf. Ich kann es nicht fassen. Ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht fassen kann. Ich weiß es einfach. Es ist... Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Befürchte ich. Und es lag hier drauf. Ich kann nicht. Es lag hier drauf. Wer kann es lesen? Unsere Zukunft flirrt am Horizont. Unfassbar. Wie cool ist das denn bitte? Wie cool. Wie cool ist denn bitte dieses Buch? Mit diesem Buchschnitt. In gebunden. Ich lieb's einfach. Sonderausgabe steht auch hinten drauf. Ist ja tatsächlich auch so eine richtige, richtige, richtige Sonderausgabe. Cool. Einfach nur cool. Adrianas neuestes Werk. Unsere Zukunft flirrt am Horizont. Ich habe es noch gar nicht komplett gelesen. Ich finde beide Cover unfassbar schön. Leute, ich werde nicht mehr. Ich bin fertig mit der Welt. Nicht, dass ich doch noch irgendwas bestellt habe, von dem ich mich nicht mehr erinnern kann. Wer weiß, ne? Leute, zwei Bücher. Zweimal das gleiche Buch quasi, das dann Adriana irgendwann bald hoffentlich signieren darf. Wenn ich sie mal wieder irgendwo treffe und erwische. Und ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Ey. Dass sie einfach das gemacht haben, so dieses aktuelle Buch in der Sonderausgabe. Wie cool. Aber Adriana ist ja auch schuld. Also sie, dass ich das jetzt habe. Oh Gott. What? Wie unfassbar schön ist es denn bitte unter der Klappe, also unter dem Schutzumschlag. Wie unfassbar schön.
Mir gefällt es fast ohne noch besser. Wie schön. Oh, und es riecht so gut. Und? Und? Seid gespannt, seid gespannt. Wie cool. Wie unfassbar schön. Wie schön, wie schön. Ich komme nicht drauf klar. Nur mal so. Wie unfassbar schön ist das denn bitte? Ich bin gerade so unfassbar dankbar, dass ich es tatsächlich gemacht habe. Ich habe mir gedacht, dass es natürlich genau ihr neuestes Werk ist, weil sie es beworben hat und weil das auch schon so klang alles. Aber ja, es jetzt tatsächlich in Händen zu halten, ist so, so schön. Mit trotzdem auch einem wunderschönen Umschlag. Ja, wie gesagt, ich kann es gar nicht richtig glauben, aber es ist wunderschön. Und ich bin mal wieder erstaunt, wie glücklich mich Bücher und natürlich auch Geschichten machen können. Deswegen, falls es noch welche gibt, schaut rein und dann habt ihr zwar keine Überraschung mehr, aber ein wunderschönes Buch und ich bin der Überzeugung, eine wunderschöne Geschichte, auch wenn ich noch nicht weiterlesen konnte, aus verschiedenen Gründen. Dazu aber später irgendwann anders mehr. Jetzt freue ich mich einfach darüber. Komm noch ein bisschen zur Ruhe, lass noch mal die Geschichte von gestern aufsacken und werde vielleicht auch gleich Bilder machen für Instagram, obwohl ich nicht so das Instagram-Mädchen bin. Aber es ist so wunderschön. Es ist einfach so wunderschön geworden. Sie hat so verdient, dass sie so eine schöne Ausgabe gekriegt hat. Ich freue mich so sehr auch für sie und mit ihr. Jetzt reicht es aber für jetzt gerade mal eben. Wie gesagt, ich melde mich später nochmal dann zum Buch oder dann die Tage. Morgen steht noch ein bisschen was an. Ich gehe auf einen Infoabend. Der ist jetzt nicht wesentlich wichtig für mich, aber das ist halt meine ehemalige Schule, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Deswegen, vielleicht zeige ich da irgendwas. Ich weiß es noch nicht genau. Und erzähl was dazu und am Freitag geht es endlich zum Friseur. Die Mähne kommt wieder ein bisschen ab oder kriegt irgendwas anderes. Ich weiß auch noch nicht genau. Irgendwas ähnliches wie Schnitt und Form. Und ist es vielleicht nicht ganz so kurios, chaotisch auf dem Kopf. Und am Wochenende, wie gesagt, ist Familienessen. Also ja, bleibt ruhig mal dran und schaut, wie ich mich so anstelle. Ich glaube, es wird lustig. Vielleicht unfreiwillig, aber ich denke, es wird lustig. Ursprünglich dachte ich, ich filme mich nicht hier, indem ich mich hier spiegel im Fenster, sondern ich filme genau hier vor dem Fenster, weil es so ein schöner Tag war. Donnerstag, der 16. März und es war wunderschön. Die Sonne hat geschienen, es war echt herrliches Wetter. Aber wer hat es vergessen zu filmen? Ich. Und dabei war es ja irgendwie alles an einem Tag. Furchtbar schlechter Start. Echt schrecklich, echt nicht schön. Die Arbeitszeit war super, alles gut und durchaus irgendwie auch spannend und erfolgreich. Aber ja, früher Feierabend gemacht, Sonnenschein war, wollte mich erholen. Und es war natürlich noch Infoabend. Von dem habe ich schon mal kurz mehrfach erzählt, an meiner ehemaligen Schule. Ich war da und es war richtig, richtig schön, weil ich habe die neue Schule gesehen. Das ist wahnsinnig toll, die neuen Räume. So hell, so groß, so viele Möglichkeiten und anscheinend hat sich in den letzten 10 Jahren doch auch einiges getan im Lehrplan. Und dementsprechend, vielleicht warten da ein paar tolle neue Herausforderungen auf mich. Mal sehen, das ist jetzt alles so im Werden und im Gucken und im, ja, wir werden mal sehen, was es so wird. Und das hat aber sehr viel Spaß gemacht, also dass ich eben eventuell bald die Möglichkeit habe, beruflich ein paar Dinge anders zu machen. Egal ob so, ja, so ein paar Praktikant ist das falsche Wort, die würden so ein Orientierungspraktikum machen bei mir. Also kein richtiges Schulpraktikum, das sie während der Ausbildung brauchen, aber so ein, ja, so ein Orientierungspraktikum eventuell. Und vielleicht werde ich Kurse anbieten oder ja, so ein paar Möglichkeiten nutzen, auch in Kontakt zu sein mit den zukünftigen Auszubildenden. Das würde mich sehr freuen. Und ja, irgendwie hat mich das echt motiviert und richtig aufgeputscht. Ich bin richtig munter und fröhlich davon geworden. Also es war echt schön. Hat den Tag irgendwie noch zu einem guten Ende gebracht und hat mich irgendwie innerlich ruhig gemacht. Ich bin irgendwie richtig, angekommen. Was heißt vor allem angekommen? Ich habe gerade meine Küche in Aufräumen. Wut, Chaos, wie auch immer, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen organisiert, damit eben fürs Wochenende alles bereit ist. Morgen ist schon Freitag und ich habe noch kurzfristig eine Behandlung gekriegt, also oder kriege sie morgen früh vor der Arbeitszeit
Freue ich mich sehr drauf, dass meine Kollegin da an mich gedacht hat und mich behandeln wird morgen früh. Das ist natürlich auch noch ein bisschen das i-Tüpfelchen heute Nachmittag gewesen, so nach Feierabend. Und ich kriege die Nachricht, ja, wenn du magst, ich würde dich behandeln morgen früh. Cool, also ja, dass da meine Kollegen so an mich denken, das ist echt lieb. Ja, morgen arbeiten, direkt zum Friseur, mal gucken, was meine Corinna draus macht aus dem Chaos auf dem Kopf. Es kann fast nur besser werden. Wir werden mal sehen, was es wird. Wie viel kürzer, wie viel schnittig, wie auch immer. Und dann, ja, vielleicht kurzen Abstecher zu meiner Mama, aber dann auf jeden Fall hier das Chaos, das ich hier gerade noch sehe, das ihr nicht seht, zum Glück, das noch beseitigen. Es muss echt sein. Und ich werde mich da nicht zu sehr stressen, aber ich werde das morgen und übermorgen machen. Und dann zeige ich euch auch, wie es einigermaßen aufgeräumt aussieht. Es wird nicht perfekt sein, weil das Bücherregal werde ich nicht komplett auch noch aufräumen können, morgen oder übermorgen. Aber ich werde, ja, das Chaos, das hier so davor herrscht, das werde ich beseitigen und alles soweit vorzeigbar machen. Ganz ordentlich und aufgeräumt wird es dann noch über die Zeit werden, über die Wochen und Monate. Ich freue mich drauf. Ich werde gleich noch ein paar Dinge in mein eines Notizbuch aufschreiben, weil mir gerade im Moment immer so viele Gedanken im Kopf herumschwirren, die möchte ich aufschreiben, damit sie nicht verloren gehen und damit ich sie mit in die Therapie bringen kann. Was kann ich noch erzählen? Ich habe immer noch nichts weitergelesen. Ich würde so gerne weitererzählen, was ich gelesen habe. Vor allem Unsere Zukunft klirrt am Horizont von Adriana Popescu. Es ist echt tragisch, aber ich bin echt noch nicht so weit gekommen. Vielleicht lese ich heute noch ein Stück. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn ich das jetzt noch schaffe. Es ist schon nach 8, aber vielleicht startet jetzt ja der entspannte Teil meines Donnerstags und dann wird der Freitag vielleicht besser. Vielleicht. Ich hoffe es mal. Ja, recht viel schlechter kann es ja jetzt schon fast nicht mehr werden. Der Start zumindest nicht in den Freitag, weil der Start in den Donnerstag war schon grandios schlecht. Aber wie man merkt und an meiner Stimmung, glaube ich, auch merkt, der kann dann trotzdem noch toll werden, der Tag. Und ich habe gerade auch so viele Ideen für die eventuelle Zusammenarbeit mit meiner ehemaligen Schule. Und da werde ich mir ganz kurz mal hinsetzen und alles sortieren im Kopf, so gut es geht. Und dann noch kurz Termine angucken und sortieren. Nicht nur im Kopf. Auch andere Termine noch angucken. Und ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Also es ist gerade gut. Das ist der Zwischenstand. Und ich hätte, wie gesagt, mehr gezeigt, gerne. Vielleicht auch einen kurzen Einblick in meine ehemalige Schule gegeben, aber ich habe die Kamera vergessen. Vollkommen verpeilt. Ich bin losgefahren, habe dann gemerkt, ja, die liegt zu Hause, die Kamera. Es ist schönes Wetter. Ich hätte gern so ein bisschen Wetter hätte ich auch eingefangen, weil die Stimmung einfach gut war heute vom Wetter her. Und ja, es war so schön, meine ehemalige Lehrerin zu treffen und mich mit ihr zu unterhalten und auszutauschen und einfach festzustellen, 10 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Zwischendurch hatten wir zwar auch mal Kontakt, aber trotzdem, also es sind viele Jahre jetzt einfach ins Land gegangen und viel passiert auf ihrer Seite, auf meiner Seite und irgendwie aber auch schön, wenn sich Wege wieder kreuzen und vielleicht wieder was entsteht. Was Tolles, eine tolle Zusammenarbeit entsteht. Das würde mich zumindest freuen. So viel Spannendes kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall zeigen, wie der Aufgeräumzustand ist. Ob ich zwischendurch oder wie auch immer was filme, weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß, ob ich dazu komme und dran denke. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt in dem Fall. Und ja, ich glaube, jetzt startet der gemütliche Teil. Ich werde noch ein bisschen Flüssigkeit auffüllen. Ich habe noch nicht so viel getrunken heute. Noch ein bisschen Wasser trinken. Vielleicht noch eine Tasse Tee. Und dann, ja, wird es gemütlich. Gedanken sortieren, Sachen aufschreiben, Termine sortieren und lesen. Das ist jetzt mal dran. Jetzt. Ja, ich melde mich aber wieder, wenn es da Neues gibt. Sonst morgen vielleicht mit neuer Frisur, wenn ich wieder ein bisschen vorzeigbarer bin und dann morgen wie der restliche Tag ist. Ich werde noch mal ganz kurz irgendwo einkaufen, vermutungsweise. So ein paar Kleinigkeiten, damit ich doch wirklich alles da habe hier und mir sicher bin, dass ich alles da habe. Und dann kann das Wochenende kommen und das Familienessen und die Aufregung steigen. Ich bin so gespannt, was ich zeigen kann und was es wird. Aber ich glaube, es wird hier sichtbar sein. Genau. Und vielleicht hat der eine oder andere tatsächlich, ich habe 2 Reels gemacht zu den Büchern aus der Bücherbüchse. Auf Instagram gesehen, keine Ahnung, wer da unterwegs ist. Ich würde behaupten, keine glanzvollen Reels, weil ich kann das tatsächlich nicht. Ich habe gemerkt, ich bin völlig überfordert von der Technik.
Ich bin irgendwie zu alt dafür. Trotz, dass es meine Generation eigentlich ist. Jetzt höre ich auf zu reden. Ich bin völlig im Labern. Ich höre jetzt auf. Genau. Als nächstes kommt bestimmt der Freitag. Oder Samstag. Oder Sonntag. Ihr werdet sehen. Guten Morgen. Wer sitzt hier am Freitag und ist noch nicht bereit für den Tag? Deswegen die Morgenmuffeltasse. Und ja, heute tatsächlich auch kein Yoga, kein Sport in der Früh. Es täte mir gut, ich weiß es, aber ich schaffe es einfach heute nicht. Auch zeitlich jetzt schon nicht mehr. Ja, genau, weil ich heute eben vor der Arbeit behandelt werde und dementsprechend früh muss ich dann gleich los. Es ist dafür wunderschöne Sonne. Ich versuche das gleich nochmal einzufangen. Sonnenaufgang, wunderschön. Und wer hat behauptet, gestern Abend noch zu lesen? Und hat es nicht getan? Sondern mit einem ganz lieben Freund telefoniert. Andererseits habe ich mit dem bis auf letzte Woche einmal Telefonat, als ich Tag geknetet habe, also da habe ich es auch schon erzählt, dass ich telefoniert habe. Bis auf da habe ich das letzte Mal im Januar mit ihm Kontakt gehabt und ich freue mich so drauf, dass wir uns hoffentlich bald mal wiedersehen. Und ich endlich, es ist sowas von überfällig, seinen kleinen Sohn kennenlerne und auch seine kleine Tochter wiedersehe und seine Frau wiedersehe. Und deswegen, ja, manchmal hat es Vorrang. Und heute steht, wie gesagt, alles im Zeichen von Aufräumen, von Sortieren und wenn das soweit ist, dann von Putzen. Deswegen, ja, und morgen dann das ganze Prinzip weiter, je nachdem, wo ich gelandet bin, heute noch. Und dann eben auch Essen vorbereiten, das, was ich schon machen kann. Zum einen werde ich den Nachtisch ausprobieren morgen, damit ich im Notfall was habe, wenn das Sonntag früh dann eben nicht nochmal funktioniert. Aber eigentlich wäre die Idee, ich probiere das morgen aus und mache es dann aber auch nochmal Sonntag. Also, dass ich quasi einen Teil Samstag bereits mache und einen anderen Teil Sonntag mache, weil ich nicht weiß, wie frisch man das eigentlich machen muss. Das ist das Problem, aber bevor es zeitlich eng wird oder wie auch immer, dachte ich mir, ich bereite es eigentlich Samstag vor, das, was ich kann. Also einen Teil der Hauptspeise vorbereiten und eben, da wird mir bewusst, ich müsste mal in einen Korb noch gucken, was aus den Karotten geworden ist und aus den Avocados. Ich werde mal sehen. Ja, also es steht noch so ein bisschen was an heute und es ist leider nicht nur lesen, aber vielleicht schaffe ich es tatsächlich zum Schluss hin, mich mal hinzusetzen, mich auszuruhen und dann noch zu lesen und euch was zu erzählen davon, weil ich will so gerne weiterlesen. Aber ja, Arbeit und Familienessen sind gerade etwas vorrangig. Vielleicht falle ich auch einfach nach dem Familienessen mit Chaos in der Küche und im Wohnzimmer um und sage, mir völlig egal, ich räume jetzt nicht auf und dass ich dann lese. Vielleicht. Und euch das dann danach erzähle oder Montag erzähle, weil ich ja jetzt mittlerweile von der Technik her schnellere habe. Mal sehen. Ich bin gerade noch dabei, die To-Do-Liste für heute zu schreiben, was ich alles nicht auch waschen müsste. Ganz klassisches Beispiel, am Wochenende, jedes Wochenende meine Arbeitsklamotten zu waschen. Keine Ahnung, habt ihr vielleicht nicht. Ich weiß es nicht, wie und wo ihr arbeitet, was für Klamotten ihr zur Arbeit tragt. Aber ich muss das jedes Wochenende machen, sonst habe ich für die nächste Woche keine Klamotten in der Arbeit zum Anziehen. Und es stehen natürlich noch andere Sachen auch an. Für die eine Fortbildung noch das Zimmer bezahlen, falls ich da noch eine Rechnung kriege, die Verpflegung zahlen. Ja, und eben die großen Dinge, die ich gar nicht aufschreiben muss. Ich habe mir gerade schon überlegt, schreibe ich das alles auf? Wie gesagt, ein paar Sachen noch einkaufen und dann aber auch hier aufräumen. Klar, Schiff machen. Ich freue mich irgendwie auch drauf, muss ich sagen, weil dann ist es hier schön, ne? Ja. Schreibt mir gerne, wenn ihr irgendeine Idee habt. Bei mir läuft es chaotisch ab. Ich fange an irgendeinem Ende an dem ich gerade anfangen möchte. Und dann mache ich irgendwo anders weiter, weil ich das gerade sehe. Und dann mache ich wieder an einem anderen Ende weiter. Also es ist nicht nach Prinzip und nicht nach Raum. Es wäre schön, es wäre so nach Raum.
Das würde ich gerne machen. Das ist die Idee in meinem Kopf. Funktioniert bei mir nicht. Also, wenn ihr eine tolle Idee habt, schreibt mir gerne. Ich würde gerne so in einem Raum einmal rundherum gehen, dann ist fertig. Dann im nächsten Raum rundherum gehen, dann ist fertig. Im nächsten Raum rundherum geht nicht. Vielleicht sollte ich auch erstmal ein paar Sachen auf dem Dachboden räumen, damit ich mehr Luft habe, mehr Platz. Und dann eben halt auch die Deko ab, ne? Weihnachtsdeko. Ich kann es fast nicht laut sagen, aber Weihnachtsdeko hängt immer noch. Sowohl hier, das ist eigentlich ein Stern, den sieht man jetzt nicht so richtig gegen das helle Licht. Und aber auch auf meinem Bücherregal ist immer noch die Weihnachtsdeko, die da ja, seit Vlogmas liegt. Es ist jetzt eine Weile, ne? Es ist fast Ostern so. Gefühlt ist schon Ostern, im Supermarkt sowieso. Jetzt trinke ich noch meinen Tee, schreibe mir noch ein paar Sachen auf und dann geht's los in den Tag. So, mir ist aufgefallen, es ist schon wieder spät und ich habe mich noch nicht gezeigt. Es ist Freitagabend. Abend, Nacht. Ich habe mich noch nicht gezeigt. Ich sehe schon wieder müde aus und die Haare schon wieder platt, aber ja, sie wurden heute ein bisschen kürzer. Vielleicht fällt es auf. Mich stören sie jetzt hier deutlich weniger. Ich bin so froh. Es fühlt sich so viel angenehmer an. Und ja, tatsächlich ist es 11 Uhr. Und ich werde noch ein bisschen was hier heute rocken, sonst erschlägt mich das morgen. Aber ewig kann ich natürlich jetzt auch nichts mehr machen, weil eben sonst bin ich morgen schon erschlagen, bevor der Tag anfängt. Ah, Teufelskreis. Meine Motivation und meine Energie kickt meistens erst irgendwie abends, nachts. Das ist ganz merkwürdig und ich habe vielleicht schon mal woanders in anderen Wohnungen angefangen, abends, Samstagabend, nicht Freitagabend, um 11, das Aufräumen, das Aussortieren, das sauber machen, wie auch immer, bis morgens um 5 und bin dann schlafen gegangen. Ich glaube, diese Technik sollte ich heute nicht anwenden und sollte früher schlafen gehen, aber schwierig. Aber ich werde jetzt alles, dass ich schon mal direkt an den Ort hinkommen kann, wo es hingehört, dorthin räumen und andere Sachen grob in irgendeine Richtung räumen, weil ich drehe durch. Ich drehe hier gleich durch. Ich muss immer noch, ich zeige es jetzt einfach doch mal. Dieses Chaos da unten, das muss ich nicht zeigen. Aber ich zeig's doch nochmal hier oben, ne? Also hier liegt immer noch dieser Zweig. Hier ist immer noch die Weihnachtsdeko. Wie gesagt, furchtbar. Aber die wird jetzt endlich mal weggepackt. Heute vielleicht noch nicht ganz, weil ich nicht ganz hinkomme und nicht auf die Leiter steigen möchte mehr heute. Aber morgen. Morgen kommt das alles weg und dann ist hier Weihnachten vorbei. Ostern kommt als nächstes. Ich mache aber keine Osterdeko. Keine Sorge. Nicht, dass ihr denkt, die flippt jetzt gleich aus und macht eine andere Deko. Nee. Das auch nicht. Aber ja, oh Gott, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und ich muss tatsächlich sagen, diese Vitrine hat sich echt gelohnt. Ich spiegel mich auch herrlich da drin, weil die ist tatsächlich relativ voll mit Gläsern, mit Tassen, mit Geschirr und mit Deko. Das ist geschenkte Deko und mit Untersetzern. Ich habe jetzt auch noch eventuell andere Untersetzer von Mission Erde. ja. Mit hier ein bisschen Deko, die war aber auch geschenkt. Also das ist genau mit meinem Glas für die Erinnerungen. Und hier drüben liegen die gebügelten Tischdecken, von denen vermutlich, hoffentlich eine zum Einsatz kommen wird am Sonntag beim Familienessen. So, ja, gerade noch das Video fertig gemacht für Samstag, weil es ist eben Freitagabend und ich habe noch keins geschnitten gehabt und das macht jetzt, glaube ich, gerade noch. Ja, beziehungsweise ist es fertig. Das heißt, ja, Sonntag gibt es ein Video, Samstag gibt es ein Video. Das habt ihr vielleicht hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, guckt es euch hier an. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und wie ich es immer wieder schaffe, meine Motivation wegzuschieben oder den Druck wegzuschieben, um sozusagen zu prokrastinieren, weil ich einfach überfordert bin mit der Situation. So, ich bin aber auch selber schuld, ich möchte mir nicht helfen lassen. Und ich weiß immer nicht so ganz, wo ich anfangen soll, in welchem Ende. Und wenn ich dann aber anfange, irgendwo, passiert es meistens, dass ich dann nicht mehr aufhören kann. Ich sollte ja aber irgendwann schlafen gehen. Wie gesagt, ich glaube, das Endergebnis seht ihr erst morgen. Also dann bald. Also ich filme es erst in meiner Zukunft, in meinem Morgen, weil ich es vorher nicht ertrage hier. Und der Fokus mag auch nicht mehr. Das heißt, die Kamera lege ich zur Seite weg und tue noch ein bisschen was und dann geht es für mich schlafen und ich melde mich einfach, wenn hier besser klar Schiff ist und ich nicht ganz durchdrehe. Genau.
Und dann nochmal durchsaugen, durchwischen. Und es sollte ja zumindest grob irgendwie aussehen. Ich weiß auch nicht. Ein paar Sachen werde ich auch noch zeigen hier, die neu sind, die quasi, die ich noch nicht gezeigt habe in der Wohnung. Ich glaube, eine Sache habe ich auch noch nicht gezeigt. Die sehe ich gerade. Die zeige ich jetzt. So, als Beweis ist es jetzt schon nach 11. Das ist meine Uhr. Und ich finde, auf dem Video sieht es jetzt winzig aus. Sie ist aber relativ groß und hängt eben zwischen diesen beiden Fenstern, an denen natürlich auch noch Deko hängt, ne? Es ist ja noch, Weihnachtsdeko. genau. Und das Ganze ist, Achtung, nicht erschrecken, da steht mein Esstisch und da ist Chaos drauf. Das heißt, mehr zeige ich gar nicht. Genau, weil ich möchte immer ganz gerne eine Uhr haben. Und wenn ich so einen Rundumblick euch zeige, dann werdet ihr verstehen, warum, wieso, weshalb sie da hängt. Weil es ein schöner Platz ist. Und passend dazu blinkt meine Batterie und sagt, mein Akku ist jetzt leer. Ist er auch generell. Vielleicht sollte ich doch schlafen gehen. Naja, es ist ja schließlich schon 11. Vielleicht sollte ich schlafen gehen und ein bisschen lesen. Ihr werdet sehen. Ich werde es erzählen. Und werde mich auf jeden Fall wieder melden. Es ist Samstag. Ich war gerade eben nochmal einkaufen. Wie ihr gesehen habt, gerade eben schon. Ein paar frische Sachen fürs Essen morgen. Ja, mir ist unfassbar warm. Es hat irgendwie über 18 Grad oder so. Es ist super sonnig draußen. Was würde ich jetzt natürlich lieber tun, als meine Wohnung aufräumen? Nur meine Wohnung aufräumen. Nein, natürlich würde ich dann rausgehen, würde wandern, würde die Gegend gerne entdecken, würde an den See gehen. Egal was. Raus. Bald. Bald, bald, bald. Und ja, ich weiß, es funktioniert nicht, wenn ich jetzt rausgehen würde und sage, ich mache es später alles. Weil es funktioniert, das, nee. Das hat die letzten Tage nicht funktioniert, die letzten Wochen. Also jetzt. Genau, die Waschmaschine läuft schon, die Spülmaschine wird gleich ausgeräumt und wieder eingeräumt, damit die auch gleich wieder läuft. Andere Sachen, die mit der Hand gespült werden müssen, werden mit der Hand gespült. Heute Abend bereite ich was zu essen schon vor aus den Karotten, was es morgen gibt. Und dann mal gucken. Erstmal kurz setzen, was trinken, hoch, Kamera, setzen, was trinken und vielleicht eine Kleinigkeit essen. Ja, ich habe noch so ein paar Nebenprojekte irgendwie, die eigentlich nicht, theoretisch nicht für morgen sein müssten jetzt, heute so, aber für mich. Um meinen Plan kümmern muss ich mich auch noch. Ich habe ein Whiteboard hängen und da möchte ich eigentlich natürlich hinschreiben, was für ein Menü es gibt. Damit diejenigen, die kommen, auf dem Weg zum Essen sozusagen das Menü einmal lesen können. Ich habe mir noch nicht überlegt, wie ich das alles formuliere und ausdrücke. Ich möchte das natürlich in übertrieben ausdrücken, als ob es, ja, weiß ich nicht, was wäre. Jetzt wird hier weitergeräumt. Ich zeige euch, wenn es was zu zeigen gibt, wie zum Beispiel schön buntes, frisches Gemüse, auf das ich mich auch freue, es zu verarbeiten. Und dann, wie sieht denn eigentlich die Karotte aus? Ach so, die ist noch hier vorne so runzlig und grün. Der Teil kommt ab, natürlich. So, jetzt geht's für mich ab. Machen, machen, machen. Ich zeige, wie gesagt, danach meine Wohnung, beziehungsweise meine Küche, beziehungsweise grob meine Wohnung, weil ich dann vermutungsweise sehr stolz sein werde, wie es aussieht. Wie aufgeräumt, wie frisch, wie toll. Ja, bis auf das Bücherregal. Es gab schon eine Vorwarnung. Habe ich schon gesagt, das Bücherregal wird nicht top aussehen. Das wird irgendwann anders mal gemacht und da werde ich mir dann Zeit lassen und nur das Bücherregal machen und nicht die ganze Wohnung. Es geht weiter. Ja, die Sonne lassen wir mal noch ein bisschen rein hier, trotz Autolärm. Und jetzt geht es für mich ans Frühstücken. Ich habe mir dann doch eine Kleinigkeit gemacht. Das ist, wir sagen mal nicht, wie spät es ist. Es ist nicht mehr offizielle Frühstückszeit. Diese schöne Farbe, ne? Diese schöne Schüssel mit ja, Joghurt, Haferflocken, Kakaonips, Äpfeln bzw. einem Apfel und Zimt. Und gleichzeitig auch noch die neue Tasse von gestern. Ich konnte nicht dran vorbei. So, Fenster zu, damit ihr mich versteht. Bei dem Kindergeschrei draußen, love yourself. Und ich muss sagen, ich liebe einfach diese Form von Tasse. Die gibt es beim Rossmann. Ich habe da schon mehrere davon und ich nehme immer nur die mit, die mir gefallen. Ich habe zwar auch noch eine hier stehen, die finde ich nicht so schön.
Heißt, ich muss auf irgendeinen Polterabend gehen. Da steht Morgenmuffel drauf. Die kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mich schon länger guckt. Mittlerweile gefallen mir aber nur noch die, die so teilweise bedruckt sind und nicht mehr so voll. Ja, und daraus lasse ich mir jetzt meinen Schoko-Chai-Tee schmecken. Doch. Ich habe dieses Mal Kokosnuss rein. Deswegen spannend, aber ja, ist gut. Mal kein Hafer. Aber ist lecker. Das lasse ich mir schmecken und dann geht's weiter hier. Es ist so viel zu tun. Es nimmt kein Ende. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Meine Mutter dreht durch, weil sie sagt, du hast dich bestimmt voll reingestresst. Wir machen das nie wieder bei dir. Dann sage ich, oh, schade. Weil ich mich tatsächlich reinstresse. Naja, nicht die ganze Zeit. Jetzt mal kurz genießen und Pause machen. Dann geht's aber weiter. So, das ist jetzt mein Esszimmer, Wohnzimmer in aufgeräumt. Es ist abends, das Essen ist vorbei. Und ja, hier stehen noch die Überreste. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Und es stehen auch zwei Tulpensträuße da. Einer von meiner Mama, einer von der Freundin meines Bruders. Genau, also so kann mein Wohnzimmer, bis auf das, was jetzt hier so rumsteht, schon wieder, auch aussehen. In aufgeräumt. Und wie gesagt, dieses Bücherregal bleibt nicht so, wie es gerade ist. Es wird auf jeden Fall nochmal aufgeräumt und sortiert. Und dann zeige ich es auch auf jeden Fall. Aber das war jetzt einfach kurzfristig nicht mehr drin. Kleiner Schwenk zum Chaos. Das ist Licht auch aus. Ja, natürlich, die Reste stehen jetzt hier alle irgendwie in der Küche. Und auch hier drüben ist noch Chaos. Naja, genau. Dafür wird die Ecke immer besser. So. Ja, bis auf das Kabel. Das hier ist neu. Jetzt stehen da keine Kisten mehr rum. Und dann kommt da die Garderobe und der Flur. Genau. Diejenigen, die schon mal ein bisschen was gesehen haben. Das ist der Flur. So, hier im Bad hat sich noch das verändert, dass hier jetzt eine Leiter steht. Ich wollte sie eigentlich erst aufräumen, bevor ich sie zeige. Ich zeige sie jetzt. Genau, noch eine große Leiter. Da kann man Handtücher eben dranhängen, damit nichts gebohrt und so weiter und so fort ist. Steht die Leiter da. Und das bin ich. Ich bin ein bisschen K.O. Zufälligerweise. Genau, der Rest da hinten. Da hat sich nicht mehr so viel getan. Waschmaschine und Klo. Genau, vielleicht finde ich da auch noch irgendwas. Noch ein paar Pflanzen vielleicht. Jetzt erzähle ich kurz, was es so gab, wie es lief und überhaupt und wie K.O. ich bin. Prost an dieser Stelle mit einem Gläschen alkoholfreien Rotweins, den es heute zum Mittagessen gab, möchte ich quasi noch ein paar Worte dazu sagen, wie das Ganze lief. Eingeblendet kriegt ihr dazu die Aufnahmen, die ich habe. Ich habe nämlich alles fotografiert bzw. kurz gefilmt. Es gab zur Vorspeise einen kleinen Salat aus, bestehend aus Blattspinat und Romana-Salatblättern. Da war noch Feta mit drin, also veganer Feta von VioLife. Und genau, ja, Dressing einfach, ne? Salatdressing. Essigöl, Senfsaft, Salz, Pfeffer, Agavendicksaft. Drumrum drapiert sieht man vier Brote, vier Stückchen von dem Brot. Das Brot war selbst gebacken. Und da drauf war eins, es war Richtung Guacamole, also Avocado mit ein Stückchen Tomate drauf. Limettensaft war da noch mit drin. Ein Stückchen Brot war mit veganem Camembert, den ich tatsächlich nicht so gut fand. Ich fand den großen jetzt nicht so gut wie den kleinen. Mal gucken. Und dann war ein Stückchen, da hatte ich noch ein bisschen Chili-Knoblauchpulver drauf. Und dann war ein Brotstückchen mit Tomate Mozzarella und einem Basilikumblatt obendrauf. Und ein Stückchen war mit Frischkäse, veganer Frischkäse von Simply V. Und Karotte, die ich so verarbeitet habe, damit sie lachsähnlich sein sollte.
Genau, auf diesen Lachs konnte man sich dann eben auch noch Zwiebeln drauflegen. Das habe ich tatsächlich nicht gefilmt. Das ist das, was man hier auf dem Tisch gesehen hat. Kommt an dieser Stelle. Hier ganz am Ende, das ist Knäckebrot, einfach nur ein bisschen kleiner gemacht, damit man es nehmen kann. Zwiebel, wie gesagt, für den Lachs eigentlich. Dann ist das hier ziemlich leer gegessen schon, ein Dip oder ein Brotaufstrich, ein Cashew-Brotaufstrich, den habe ich geschenkt bekommen von einer ganz lieben Patientin und dachte mir, der passt so gut, der ist so lecker, den will ich hier mit drin haben. Und hier am Ende sind noch Rosmarin-Grissinis, die habe ich gefunden in vegan glutenfrei, super lecker, ich liebe sie. Das stand auch noch mit auf dem Tisch. Ja, genau. Das war die Vorspeise. Dazu gab es Wasser oder auch Zimtwasser, wer das wollte. Das sind Zimtblütennelken, die man einfach ins Wasser reinschmeißt und dann schmeckt es so zimtig, das Wasser. Aber ich finde es echt ganz gut und es ist gar nicht so nur zu Süßen oder zu, ja, zu was, zu Nachspeise zum Beispiel, sondern kann man auch so ganz gut trinken, meiner Meinung nach. Zur Hauptspeise gab es dann ja, wie gesagt, alkoholfreien Rotwein, den liebe ich. Nicht, dass ich jetzt alkoholsüchtig oder dergleichen wäre, ganz im Gegenteil, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe früher manchmal einen getrunken, aber nicht wirklich. Also ich mag ihn einfach nicht, den alkoholischen Geschmack. Aber dieses Weingefühl und dieses, ich weiß auch nicht, das mag ich irgendwie schon und deswegen, ja, gibt es bei mir dann eben alkoholfreien Rotwein oder Weißwein, in dem Fall Rotwein, zur Pasta, zu den Spaghetti Linsen-Bolognese letztendlich. Es war ja kein Hackfleisch drin und auch kein Hackersatz, sondern Linsen. Und das war meiner Meinung nach das schwächste Gericht heute, weil es hat zwar durchaus geschmeckt, aber es war echt so ein bisschen meh, nichts Besonderes. Für mich natürlich schon, weil ich habe in meinem Leben noch keine Bolognese gekocht. Kann man sich vielleicht nicht denken und nicht kommt man nicht drauf klar, ne? Ich meine, ich bin 32. Wie habe ich das geschafft? Aber ich habe es geschafft. Also selbst eine Linsen-Bolognese habe ich noch nie gekocht und eine vegane Variante noch nie. Deshalb, ja, aber sie war in Ordnung. Fürs erste Mal war sie echt gut, aber ich bin da sehr kritisch, wie gesagt. Es war kein Special-Gericht irgendwie. Ich weiß aber auch nicht, was ich hätte anders machen sollen. Lieber was Sahniges, was cremig-Sahniges. Ich wollte halt auch nicht zu sehr auf das zu Fettige. Naja, egal. Am Ende des Tages, es hat geschmeckt. Punkt. Alle sind satt geworden. Es waren große Portionen. Ich habe das echt unterschätzt mit den Schüsseln. So, und dann gab es zur Nachspeise diese japanischen Kugeln. Reisteig, Reisklebereis. Ich sag Mochi, aber ich weiß nicht, ob man sie wirklich so ausspricht. Mochi geschrieben. In meiner Variante in Kokos, die weißen. In Schoko, die braunen. Und in, ja, rosa. Die Himbeer- bzw. Beeren-Variante mit ein bisschen Schokosoße auf dem Teller als Dekoration und Orangenfilets. Und da würde ich sagen, fürs erste Mal richtig gut. Ich finde es auch einfach immer noch lecker. Es ist ungewohnt, wenn man die anderen kennt, die industriell hergestellten natürlich. Die Form allein, ne, ist mir nicht so gut gelungen. Ist am Ende des Tages in Ordnung. Man isst es ja, ne? Man möchte es nicht nur angucken. Und mir persönlich schmeckt es gut, obwohl es das Teig-Eis-Verhältnis natürlich ein ganz anderes ist als bei den industriell hergestellten. In der Industrie, da schaffen die diesen ganz dünnen Teig, um relativ viel Eis zu packen. Und es ist halt perfekt rund und zu und so weiter. Und ich kann das halt nicht. Also vielleicht kann ich das noch hinkriegen, aber ich so jetzt, nee, erstmal nicht, weil das schon echt schwierig war, das so optimal zu formen. Und deswegen ist es irgendwo auch in Ordnung, dass es nicht klappt und nicht so ist. Aber ja, das Verhältnis eben von diesem Teig und von dem Eis, das in der Mitte drin ist, war nicht ideal, wenn man es anders kennt. Wenn man es nicht anders kennt, glaube ich, ist es voll gut so. Und ich merke, beim Erzählen klingt das so einfach und so simpel alles. Dabei habe ich mir noch tausend Gedanken gemacht von Brot am Wochenende vorher backen, über das, was noch über den Salat kam, das waren ja Sonnenblumenkerne, Sesam, Leinsamen und Pinienkerne anrösten in der Pfanne gestern Abend. Das mit diesem Karottenlachs ausprobieren und das auch gestern Abend schon machen, vorbereiten. Ja, also von bis war das schon auch relativ viel. Eigentlich die meisten verschiedenen Komponenten,
die Vorspeise und deswegen irgendwie am aufwendigsten. Hat auch ewig gedauert, bis ich es fertig hatte und nicht auf dem Tisch. Ich habe schon gedacht, die rennen mir gleich wieder raus und sagen, wir gehen irgendwo essen, wenn alles so lange dauert. Und leider hat es dann auch gedauert, bis das Wasser für die Nudeln gekocht hat, für die Hauptspeise. Also deswegen hat es sich ein bisschen gezogen, das Essen. Ich muss da am Timing ein bisschen feilen oder mir einfachere Gerichte aussuchen. Irgendwas, was man in den Ofen schiebt und das ist dann irgendwann fertig und bums für die Ralala ist alles gut, ne? Ich hätte es mir so viel einfacher machen können. Wollte ich halt nicht, ne? Ich bin da irgendwie komisch. Aber gut. Ich wollte auch ein bisschen das bieten, was man nicht erwartet. Mit dem Lachs, mit den Kugeln, mit. Ja. Und mich auch austesten und ausprobieren. Deswegen, ja, irgendwie auch in Ordnung, finde ich. Wie gesagt, man kann es sich auch echt leichter machen. Aber irgendwie war es auch gut jetzt. Ich habe mich echt reingestresst, ne? Naja, apropos reinstressen. Ich merke, wie mir die Zeit davon rennt, weil ich habe jetzt dann nur noch ein paar Tage, bis ich zu einer Fortbildung gehe. Und für die Fortbildung muss ich noch ein paar Dinge lernen und angucken vorher. Und üben eigentlich. Und dann ist diese Fortbildung. Und davor ist noch ein anderer Termin, für den ich auch noch was erledigen müsste. Und ich merke immer wieder, wie mir viele Dinge zu viel werden. Was nicht heißt, dass ich jetzt hier gerade sage, ich mache nicht weiter mit dem Video, sondern was nur heißt, es ist echt nicht so einfach, alles unter einen Hut zu kriegen manchmal. Und dabei habe ich jetzt weder Familie noch Haustier noch sonst irgendwas, noch Haustiere. Wie wäre das jetzt, wenn ich tatsächlich Katzen hätte? Das ist echt spannende Frage. Aber gut, es ist jetzt gerade so, wie es ist. Fertig. Auf jeden Fall freue ich mich, dass es gut geklappt hat. Freue mich aber auch ein bisschen, dass der Tag rum ist. Es war natürlich auch schön zwischendurch und generell, die alle hier zu haben. Ich hatte zum Spaß noch vorher geschrieben, wer vor 13 Uhr klingelt, der muss dann alles mit der Hand abspülen. Und mein Bruder hatte es nicht gelesen und war deutlich vorher da. Deshalb, ja, da hatte ich dann auch ein bisschen Panik. Dementsprechend war es ja gar nicht so sehr nach 13 Uhr, als es die Vorspeise gab, aber eben ein bisschen. Und kam mir länger vor, weil sie ja schon vorher da waren und hier saßen. Egal, es war gut so. Deswegen, irgendwie so ein bisschen aufräumen werde ich heute noch müssen. Und ein bisschen Sachen packen und machen für morgen. Und dann, ja, werde ich jetzt entweder noch lesen. In unserer Zukunft flirrt am Horizont. Das wäre jedenfalls ganz gut. Oder noch ein bisschen lernen. Mal sehen. Vielleicht erst etwas lesen. Dann erzähle ich euch noch was und dann ist hier das vielleicht auch zu Ende an der Stelle, dieser Vlog. Thank you.
Ganz ehrlich, ein wirklich schönes Buch und ich lese es tatsächlich auch in der Ausgabe weiter, obwohl ich ja die wunderschöne Ausgabe der Bücherbüchse habe, die aber noch quasi ungelesen, unangetastet im Regal steht, die auch heute bewundert wurde. Ja, weil man den Buchschnitt sieht und das ist schon ein wahnsinnig schönes Buch. Ich lese trotzdem hier weiter und ja, bin gespannt, wie es noch weitergeht mit Simon, Lia und Marcin. Man erfährt immer wieder so ein bisschen was und ich finde die Einblicke wahnsinnig spannend und interessant. Deshalb, ja, ich weiß gar nicht und ich will gar nicht so viel erzählen dazu. Ich glaube, es wird noch richtig, richtig gut und überraschend. Es kommen, glaube ich, noch ein paar Dinge raus, die man so jetzt nicht erwartet am Anfang. Ich bin ja auch noch gar nicht so weit. Ja, und ich möchte auf jeden Fall diese Woche lesen und beenden, bevor ich zu der Fortbildung eigentlich gehe, weil dann liegt uns nochmal ein Wochenende. Und dort auf der Fortbildung weiß ich nicht, ob ich so viel dazu komme, es zu lesen. Deshalb, ja, ich kann es euch nur ans Herz legen. Unsere Zukunft flirrt am Horizont von Adriana Popescu. Ich spüre es einfach. Es wird wieder ein absoluter Kracher, wenn ich es dann beendet habe. Und ich werde es vermissen, wenn ich es beendet habe. Also, ja, an dieser Stelle nochmal quasi der Aufruf und der, ich weiß gar nicht, der Hinweis dazu, zu diesem Buch. Genau. So, und jetzt werde ich tatsächlich dieses Video hier beenden. Ich werde noch ein bisschen lesen, aber vor allem dann auch noch ein bisschen was lernen für meine Fortbildung und dann, ja, das morgen gleich tun. Also morgen lesen, lernen, aufräumen, das, was noch übrig geblieben ist und Reste essen. Genau, das wird so der Plan sein. Recht viel mehr passiert jetzt gerade erstmal nicht und das ist in Ordnung. Wie gesagt, ein paar Dinge stehen noch an, die zu erledigen, bis Donnerstag, bis Freitag und. Natürlich gibt es trotzdem auch am Samstag ein Video, auch wenn ich da nächsten Samstag nicht da bin. Dienstag müsste auch schon eins gedreht sein, sonst kriege ich Panik. Und genau, dann wird es einfach nach dem nächsten Wochenende wieder Zeit, Videos zu drehen. Und ich habe auch ein paar Ideen, die dann noch für den März reichen. Aber dann kommt auch schon wieder der April und es ist schon wieder Zeit für Lesemonate, die Rache, Neuzugänge, Videos und. Deshalb, die Standardformate kommen ja auch immer wieder. Wird nicht langweilig. Wird nicht langweilig. Aber wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Ideen und die werde ich auch mal dann noch aus dem Ärmel schütteln. An dieser Stelle werde ich mich auch noch bei einer ganz, ganz lieben Freundin melden, weil wir wollten eigentlich ab morgen ein Buch lesen, also ab Montag. Für euch gestern, also, ne? Vergangenheit. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Ich werde es nochmal um eine Woche verschieben müssen. Und dann werden wir mal sehen, ob wir es vielleicht auch hinkriegen, gemeinsam ein Buch zu lesen. Also jeder, der hier mitlesen möchte. Da wäre meine Idee nämlich, dass ich quasi tägliche kurze Updates gebe, vielleicht auch mit einer Frage oder mit irgendwas. Und genau, dass da vielleicht ein gemeinsames Lesen gäbe. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie und wo und wie ich das organisiere. Und das schaffe ich auf jeden Fall nicht vor Mitte Mai. Deshalb, genau, frühestens im Mai, vielleicht erst im Juni. Wird es geben. Ich hoffe, es fällt dann nicht in irgendeine Sommerlochlücke, wie auch immer. Ja, aber das habe ich vor. Und ein langer Tag, ein anstrengender Tag geht zu Ende. Eigentlich ist gar nicht so viel passiert, ne? Und irgendwie doch. Meinem Hirn. Mein Hirn sagt so, aus, Ende. Es möchte schlafen gehen. Das werde ich vermutlich auch ziemlich früh heute machen. Und apropos schlafen gehen, jetzt ist hier dieser Vlog zu Ende. Und ich zeige euch nochmal die Blumen, die ich gekriegt habe.